Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, wir sind mit dem Schamanenpfad fertig geworden. Wir sind aus der Höhle rausgekommen und wir waren jetzt auf dem Weg wieder runter ins Tal und haben uns nochmal zu einem Händler geportet. Genau, so und nicht anders. Und bei diesem Mal, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Zeug verkaufen. Vor allem Waffen, die wir nicht benutzen, beziehungsweise auch alte Waffen. Und ich werde auch mal gucken, ob wir neue Waffen kaufen können. Zum Beispiel einen neuen Jagdbogen. Ja, so sieht der Plan aus. Irgendwo um die Ecke ist auch eine neue Quest. Da unten. So, da ist erstmal so ein Blausteinhändler. Hier ist auch erstmal eine Vorratskiste. Warum habe ich denn die übersehen? So. Der schlechte Blogan, genau. Der schlechte Blogan. Da gucke ich gleich mal, ob der besser ist als mein Schattenjägerbogen oder ob ich mir gerade einen Bärendienst erwiesen habe. So, hier grau habe ich Herzen. Können raus. Leuchtendes Geflecht. Sind die ja bestimmt auch glücklicher mit, wenn die es haben. Die gehen auch so steil darauf. Schlackenglas. Verkaufe ich auch mal ein bisschen. So, weg damit. Dann haben wir hier Plündererlinsen, ein paar Truthahnknochen, Wüstenglas, Wächterlinsen, bearbeiteter Metallblock, hier Kühlsaft, Lohe brauche ich. Die verkaufe ich jetzt mal nicht. So, und auch Waffen. Hier, Stolperfalle. Habe ich noch irgendwo einen anderen Fallenwerfer? Nee, oder? Das ist ein Seilwerfer, Munition. Aber hier der Banuk-Keulbogen. Den brauche ich leider nicht mehr. Auch der Kaja-Machtbogen. Der Kaja-Jägerbogen. Das sind alles Dinge, die ich leider nicht mehr brauche. Also leider halt deswegen, weil ich finde es schon schade, sowas verkaufen zu müssen. Dinge, mit denen man irgendwo doch auch was durchgemacht hat. Outfits behalte ich noch. Oder? Ja, Outfits behalte ich noch. So, und hier die ganzen Fallen, die kommen jetzt auch raus, weil die nerven nur. Die spammen mir unten meine Inventarzeile voll. Ah, kaufen. Das sind Widerstandstränke. So. Munition brauche ich nicht. Die Gratis-Probenkiste habe ich schon. Kartenpigmente, Ziegenknochen brauche ich dafür und Dachsknochen. Okay. Habe ich hier nicht gerade Ziegenknochen verkauft? Ja, eventuell. Was? Film abspielen? Ach, wahrscheinlich der Tutorial-Film, oder? Komm ich hier, kaufe ich mir alle 10 mal wieder. Dann Inventar. Das ist der Schattenjägerbogen hier. Der hat 4 Striche Grundstarter. Herstellen. Also was habe ich hier als Mod drin? Brauche mal kurz meinen Bleistift.
30% Feuerspule. Prozent Schaden Spule und 24% Abrissspule. Okay. Weil die schmeiße ich jetzt mal raus und dann gucke ich mir die Basiswerte an. 80. 15, 25. Haben wir 40, 65. Schon mal besser. 12, 0, 25. 16, 0, 50. Und 30, 75. 70, 90. Alles klar. Okay. Hier, Waffen. Waffen modifizieren. Du. Also, wir hatten als erstes eine 33% Feuerspule. Diese hier. Weil die auch noch Schaden und Schock hinzufügt. Dann hatten wir eine 23% Schadenspule. Wobei die hier auch nicht schlecht ist. Also die 23% Schadenspule ist Müll. Da gehe ich auf die hier. Und wir hatten zuletzt noch eine 24% Abrissspule. Das war die hier mit Abriss und Handhabung. Da war Abriss, Handhabung und Schock. Dann haben wir Abriss und Feuer. Schau aber auch mal bei den anderen. 37% Schaden und Verderbnis. Was haben wir hier? Handhabung und Schaden. Handhabung und Abriss. 42% Feuer. Es wäre schön, könnte man Modifikationen irgendwie kombinieren. Mach mal Abriss und Feuer rein. Dann kann ich aber auch gleich mal bei den anderen Spulen reinschauen. Hier zum Beispiel Schock und Abriss. Jetzt haben wir 26% Eis. 24% Eis und Abriss. Katja Schleuder. 26% Eis und Abriss. Lol, wat? Da ich ja hier gerade richtig reingeschissen. Mach ich natürlich die rein. Für Abriss und Schock. Ja, auch der Scharfschussbogen. 43% Abriss. Ja gut. Ist so 15% Schaden. Ist ja süß. Machen wir mal den hier, ne? Handhabung. 53%. Ich denke nicht. So. Auch hier gucke ich mal eben ein bisschen durch, inwiefern ich die Dinge verbessern könnte. So. Okay. Outfits modifizieren. Banuk Eisjägerin. Packe ich einfach mal zusätzlich einen Eisschutz rein.
Einfach weiß kann. Gut, damit wären wir dann damit durch. Ich muss jetzt ein Stück weit runter. Weil in die Richtung ist eine Nebenquest verfügbar. Komm schon, Aloy. Eine geschäftliche Vereinbarung. Boah, häng dich doch nicht auf. So, du bist ein normaler Händler. Da! Was kann ich tun, Burgrend? Beklage mein verlorenes Glück. Endlich habe ich ein paar Banuk gefunden, die mit Fremden handeln. Und plötzlich sind sie weg. Drei Banuk-Jäger schlugen vor ein paar Tagen auf. Keine Vorräte, schlechte Ausrüstung, keine Ahnung, wie man Maschinen ausbeutet. Sie baten mich, sie für eine Reise auszurüsten. Und du kennst mich, Aloy. Ich bin sentimental. Sie bekamen es auf Kredit. Sie haben nicht bezahlt. Tja, sie wollten. Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an. Aber das ist ewig her. Und ich mache mir Sorgen um sie. Sorgen um sie, natürlich. Sag mal, Burgrend, sorgst du dich um ihr Wohlergehen oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um zwei Dinge sorgen. Aha. Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte. Ich war einfach nur großzügig, Aloy. Sie bringen mir das zerstörte Herz und ich gebe ihnen trotzdem noch eine Chance. Ich habe sie etwas anderes holen lassen. Du hast sie seither nicht gesehen. Hm. Keine Spur. Was meinst du, sie konnten keine Teile sammeln? Nicht ungewöhnlich bei Banuk. Das ist Schamanenarbeit. Jäger erlegen die Maschinen, Schamanen nehmen sie aus. Kein Schamane unter den dreien. Nur zwei Halbstarke, die sich streiten. Und dieser große, lächelnde Bursche. Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen, was hat es dann mit ihnen auf sich? Das weiß ich nicht. Aber Hammer auf Stahl. Es ist jedenfalls keine glückliche Geschichte. Sie baten dich, sie für eine Reise auszurüsten. Eine Reise wohin? Nicht sicher. Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen, als sie dachten, ich höre weg. Also verlassen sie das Banuk-Gebiet. Vernünftige Idee. Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Grüne. Sie flüchten vor etwas. Nee. Ich bin kein Schuldeneintreiber, Burgrend. Wenn ich sie suche, dann um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Natürlich, natürlich. Beim Feuer des Schmieds. Entschuldigung. Ich mag diese Idioten sogar. Der weiche Stahl der Jugend und so. Aber wenn du sie tatsächlich finden solltest, könntest du sie an unsere Abmachung erinnern. Eine Versengerkralle, eine Sehne von einem Pirscher und ein Schnappmaulzahn. Wenn sie mir das liefern, ist ihre Schuld beglichen. Mehr als das. Aber pass auf, dass sie sie nicht zu sehr beschädigen. Ich überleg's mir. Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten. Da kann man gut Maschinen jagen. Wenn sie dir den Aufwand wert sind, kannst du dort nach ihnen suchen. Wie lange noch, bis der Dämon die perfekte Maschine gebiert? Eine, gegen die wir kein... Drei Jäger sollen es sein. Da. Da habe ich nämlich auch direkt noch eine Quest offen. Und da ist ein Häufchen Blauglanz. Das ich gerne hätte. Ich habe mich hier gerade mal im Nonogramm vermalt. Gut, also. Wer mich kennt, weiß, wir machen jeden Scheiß außer der Hauptquest folgen. Eine Schande, dass eine Frau sonnenhabig der Lot. Okay, wir müssen nach rechts. Aber zumindest hat sie damit die Männer ihres Hauses verehrt. Ich habe gehört, dass die Maschinen noch einen Ort im Süden eingenommen haben. Ach, das ist Erda. War jetzt ein bisschen besorgt, was da so auf mich zugestiefelt kommt, aber wenn es nur er ist, ne? Ist halt so eine gute Idee, das hat auszublenden, ne? Na gut, Planänderung. LOL! The fuck?
macht jetzt mein Controller auch schon mit hin. Oh. Ja, Tatsache, mein Controller macht Geräusche. Das ist ja nicht schön. Das ist vor allem echt ablenkend. So, zack. Kann ich denn jetzt ausstellen? Das muss ich erstmal raustappen. Oh. Damit ich jetzt das ausstelle. Oh. Nee, PS4 Controller Sound ausschalten. Anstellung der PS4 und rufen Sie in der Liste weiter unten die Option Geräte auf. An der Stelle Controller, hier können Sie Lautstärkeregelungen für den Lautsprecher des DualShock 4 anpassen. Alles klar. Gut, muss ich nach der Folge machen. Oder? Nee, wait, ich kann hier Aufnahme unterbrechen. Moment. So, weiter geht's. War das schon immer so? Hatte ich gerade schon. Ja, halt. Ich habe ja sonst immer die Kopfhörer komplett auf, aber heute muss ich die zur Hälfte ablassen. Das brauche ich später noch. Um auf die Post zu hören. Ich bin heute extra zu Hause geblieben, um auf die Post zu warten. Da wäre es echt bitter. Würde ich die Post verpassen. Hier drüben ist Blauglanz und ein Flusstreppenziege. Einmal Ziegenknochen brauche ich, ne? So. Da ist noch Blauglanz, da ist aber auch ein Lagerfeuer. Hier sind die drei Jäger. Das heißt, hier hinter muss ich sowieso. Also würde ich als erstes mal hier hochreisen und die... Ich glaube, das ist eine Nebenmission, die ich hier machen muss, oder? Ist egal, auf jeden Fall würde ich die machen. Und ich sehe gerade, ich muss mein Handy anschließen. Aber wisst ihr was, die Nebenmission mache ich dann auch erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.